und herzlich willkommen bei Andreas Triebacher, Postlerin aus Karlsruhe. Bekannt auch bei sehr, sehr vielen als Mr. T. Heute ein neues Video. Ja, ich weiß, ihr habt schon Weiche nicht mehr von mir gehört. Hat es einen Grund, hat auch weiterhin seinen Grund, dass ich nicht ganz so häufig dazu komme, neue Videos zu drehen. Hintergrund dafür ist, dass ich erstmal sehr, sehr viel zu tun habe, sehr viel Aufträge habe. Die haben natürlich auch ein Stück weit Vorrang. Und dann mache ich gerade noch eine Ausbildung. Der ein oder andere von euch, der fleißig meine Facebook-Seite verfolgt, Facebook-Fanseite, der bekommt mit, dass ich da ein bisschen was tue zum Bereich, Achtung, jetzt ist ein schwieriges Wort immer noch für mich, rational-emotiv-kognitive Verhaltenstherapie. Das ist eine Ausbildung, die mache ich im Moment, die geht noch bis 2018 im August. Zusätzlich habe ich den Resilienz-Trainer gemacht, den Motivationstrainer, Burnout-Prävention. Diese drei Dinge habe ich auch noch gemacht und da ist es so, dass es doch einiges zum Nachbearbeiten gibt. Das eine ist, ihr seid auf einem Seminar, ihr bekommt wahnsinnig viele Infos, extrem viel Input und das muss danach natürlich auch verarbeitet werden und da bin ich immer noch mit dabei. Und heute habe ich schon ein bisschen was zum Thema Motivation. Das bedeutet, ihr bekommt jetzt in Kürze erstmal zum Thema Motivation, dann zum Thema Burnout-Prävention und dann zum Thema Resilienz bekommt ihr ganz viele sehr, sehr wertvolle Infos von mir. Heute wie immer beginnen wir mit dem Motivationsclip Nummer 1. So, was könnte im Motivationsclip Nummer 1 vorkommen? Das ist ganz einfach, ihr Lieben. Und zwar, ich bin ja schon sehr, sehr lange in diesem Bereich tätig. Und da ist es so, dass es immer wieder Stolpersteine gibt. Stolpersteine, wenn es darum geht, so ein Vorhaben, Fitnesstraining, gesunde Ernährung, artgerechte, bedarfsgerechte Ernährung auf lange Frist durchzuhalten oder durchzuführen. So, und da gibt es immer einen Faktor, also das gehört mit zur Motivation rein. Und ich persönlich, aus meinen eigenen Erfahrungen in den letzten knapp 30 Jahren, muss ich sagen, wenn es ums Thema Motivation geht, also ich schreibe es mal hin, Motivation, Motivation, wenn es darum geht, gibt es einen ganz gewichtigen Faktor. Und dieser Faktor ist, genau richtig, ihr habt es erraten, ihr könnt es erraten, viele wissen es, das Zeitmanagement. Zeitmanagement. Freunde, Zeitmanagement. Das ist für mich, wer kein anständiges Zeitmanagement hat, der hat auf Dauer ein Problem. Ein schlechtes Zeitmanagement ist für mich ein absoluter Motivationskiller und zwar der Motivationskiller Nummer 1. Warum? Warum ist das so wichtig? Ganz einfach. Überlegen wir uns mal. Gibt es irgendein geschäftliches Projekt bei dir zum Beispiel? Gibt es da ein Projekt, das du erfolgreich absolvieren kannst, wenn du kein gutes Zeitmanagement hast? Wenn eine Firma was Neues in den Markt bringt, wenn irgendein Projekt Anlauf nimmt, was ist das Wichtigste? Ein Zeitmanagement, exakt so sieht es aus. Ein gutes, vernünftiges und jetzt kommt es, realistisches Zeitmanagement. So, dann ganz wichtig. Bei mir geht es ja nicht um irgendwelche Baustellen, irgendwelche neuen Produkte. Bei mir geht es ja meistens darum, dass ich Menschen verändern möchte. Das heißt, sie kommen zu mir und sagen mir, Andreas, ich habe jetzt die Schnauze voll. Ich habe schon so lange Schindluder betrieben mit meiner Ernährung, mit meiner Bewegung, mit meiner Gesundheit. Ab sofort möchte ich mich ändern. Ich habe ein Projekt und zwar mich persönlich. Ich möchte mich visuell und leistungstechnisch, was meinen Fitnesszustand anbetrifft, möchte ich mich verändern. So, gut, dann können wir einen Trainingsplan machen, einen Ernährungsplan machen, ist also kein Problem. Da steht alles schwarz auf weiß drauf, was man machen sollte. In den ersten paar Wochen ist es auch wunderbar, funktioniert alles wunderbar. Und nach ein paar Wochen läuft es einem auf einmal aus dem Rudern bei ca. 50%, nach 18 bis 12 Wochen, maximal 16 Wochen, läuft das Ganze aus dem Ruder. Aus ehemalig 3 Trainingseinheiten werden auf einmal nur mal 2
und irgendwann nur noch eine und irgendwann keine mehr. Was ist der Unterschied vom Anfang zu nach 6, 8 bis 10 Wochen? In der Regel kommt natürlich irgendwann das berühmte Argument, die Zeit. Aber ich habe doch gar keine Zeit. Ich kriege das zeitlich nicht unter. Das ist so die häufigste, nennen wir es mal Ausrede. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es überhaupt gar keine Ausrede ist. Es ist tatsächlich so. Die haben tatsächlich keine Zeit. Und warum haben denn die gar keine Zeit mehr auf einmal? Wenn man dann hinterfragt, stellt man fest, die Arbeit ist seit Anfang, in der ersten, zweiten, dritten, vierten Woche, bis jetzt nicht mehr geworden. Warum haben sie auf einmal keine Zeit mehr? Gute Frage, ne? Am Anfang ist immer die Motivation ganz hoch. Sie haben sich was vorgenommen. Jawohl, ich möchte mich verändern. Motivationsgrad ist ganz hoch. Dann läuft es irgendwie. Kriegt mir irgendwie unter, weil einfach im Kopf ist, ich muss das jetzt machen, ich will dahin, das gehört zu mir, das ist mein neuer Style, der muss jetzt durchgesetzt werden. Nach einer gewissen Zeit geht auf einmal die Priorität verloren. Das Projekt ich selbst, der wichtigste Mensch in meinem Leben, ist nicht mehr ganz so wichtig. Und so plätschert das vor sich hin. Auf einmal sind wieder ganz viele Dinge wichtig, die man machen muss, mit Freunden weggehen, essen gehen und so weiter. So, und da komme ich jetzt ins Spiel. Die haben tatsächlich keine Zeit mehr. Warum? Weil sie kein gutes Zeitmanagement haben. Weil wir letztendlich immer dann auf Dauer versagen, wenn wir kein gutes Zeitmanagement haben. Wichtige Sache, Freunde, wenn ihr einsteigt, wenn ihr zu Mr. T nach Karlsruhe kommt, zur Beratung oder euch online beraten lasst, dann bekommt ihr die Aufgabe, das Erste, was ihr machen müsst, Zeitmanagement. Nummer 1. Ich schreibe Ihnen Zeitmanagement. ZM Zeitmanagement. So, das nächste, was ihr machen müsst, ihr nehmt euch euren Kalender entweder handschriftlich oder ihr nehmt euren Outlook. So, und da tragt ihr ein, wie viel Mal ihr pro Woche trainieren gehen wollt. So, und ihr habt euch vorgenommen, 3 Mal in der Woche 90 Minuten mit Warm-up, mit Training, mit Cooldown. 90 Minuten Zeit braucht ihr, 3 Mal in der Woche. So, nächster Eintrag ist, ja, wann mache ich denn mein Training? Okay. Zweitens, montags plus dienstags zum Beispiel plus donnerstags. Nächster Eintrag. Diese 3 Punkte sind eingetragen. 90 Minuten werden die eingetragen, genau. Und zwar Montag, Dienstag, Donnerstag. Ja, aber zu welcher Uhrzeit? Perfekt. Und zwar an allen 3 Tagen bei einer Person X jetzt zum Beispiel morgens um 6.30 Uhr bis 7.30 Uhr, 8 Uhr. Bis 8 Uhr. So. 6.30 Uhr bis 8.30 Uhr. Nee, 8 Uhr Training. So, habt ihr das eingetragen? Mit hoher Priorität versehen. Und ihr achtet darauf, dass alles andere außenrum geplant wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euer Ziel im Auge behaltet, dass ihr motiviert bleibt, viel größer. Warum? Wenn ihr kein Zeitmanagement habt, dann geht euch irgendwann der Fokus verloren. Naja, Montag, Sonntag sage ich, die nächste Woche dran mit trainieren. Oh, dann ist am Mittwoch was dazwischen gekommen oder am Dienstag ist dazwischen gekommen. Oh Gott, ich kann nicht. Nächste Woche kommt Donnerstag, was ich kann nicht. So habe ich es vorher in meinen Terminplaner eingetragen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr trainieren geht, 100% höher. Deswegen, Freunde, Step 1, Einstieg in das Fitnesstraining regelmäßig ist immer ein gutes Zeitmanagement. Und ein gutes Zeitmanagement sorgt dafür, dass ihr motiviert seid. Und motiviert bleibt. Warum? Wer ein gutes Zeitmanagement hat, der hat irgendwann Resultat, der hat irgendwann Erfolg. Und wenn du Erfolg hast, dann hast du automatisch Motivation. So einfach ist es, Freunde. Kurz, knapp und bündig. Ihr habt es geschafft. Ihr habt fast 7-8 Minuten Mr. T hinter euch. Und jetzt geht es weiter, Freunde. In Kürze kommt Teil 2 zum Thema Motivation. Spannendes Thema. Bleibt am Ball, schaltet ein. Und mir wäre es am allerliebsten, wenn ihr unten drunter könnt ihr posten. Da schreibt ihr mal rein, wie es euch geht und sagt mir mal, was ihr noch wissen wollt, wie ihr mit dem Thema Motivation umgeht. Das war's.
Andreas Lienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. Team Bisbad.